Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen weiter im Karrieremodus, beziehungsweise erstmal mit dem dritten Tutorial, damit wir die ganzen Grundlagen des Spiels dann auch mal irgendwann beherrschen. Vielleicht, wer weiß, mal gucken. Ich bin immer noch am Überlegen, ob wir danach wirklich den Karrieremodus hier weitermachen und die anderen Zoos alle machen. Oder ob wir den Franchise-Mode starten. Das können wir uns dann nochmal überlegen. Im Franchise-Mode können wir halt von Grund auf einen neuen Park errichten. Ich weiß es nicht genau. Ich bin mir noch so ein bisschen unsicher. Ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, worauf ihr mehr Bock habt. Ob auf die Karriere oder auf diesen Franchise-Mode. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwie zu einem Ergebnis kommen. Egal, wir fangen jetzt erstmal mit dem Panda-Park an, Leute. Denn der Panda-Park ist Bernard Goodwins neuester Zoo und von Grund auf dafür geschaffen, Pandas in all ihren Erscheinungsformen zu feiern. Der Park stellt eine einmalige Gelegenheit dar, die Welt der Welt zu beweisen, was die Goodwin-Stiftung über die Zucht bedrohter Tierarten weiß. Also vermassel es nicht. Puh, ich werde mich anstrengen, es nicht zu vermasseln, ja. Ich meine, die anderen beiden Zoos haben wir mit Bravour gemeistert. Ich gehe hier auch davon aus, dass wir das hinkriegen werden. Ein Panda-Zoo, ja. Ich kenne da jemanden, der sich da besonders drüber freuen wird. Meine Freundin liebt ja Pandas in jeglicher Größe, in jeglicher Farbe. Deswegen, das wäre bestimmt genau ein Zoo für sie. Gut, wir müssen den jetzt nur zum Laufen kriegen. Aber, Leute, das kriegen wir hin. Ich bin da guter Dinge. Mal schauen. Die letzte Mission war jetzt eigentlich auch noch nicht so schwer. Das Schwierigste sind immer die Wege, muss ich ja gestehen. Ah, der Panda. Er ist das Lieblingstier meiner Tochter. Man kann wohl sagen, wenn es ein Tier gibt, das das Interesse der Öffentlichkeit geweckt hat, dann ist das der Panda. Naja, also, wenn man mal von Hunden und Katzen absieht, ihre Spitzenposition macht ihnen auch ein süßer Bär nicht streitig. Ha, aber wusstest du, dass der Panda dank der großartigen Bemühungen zur Arterhaltung in China und im Rest der Welt nicht mehr zu den stark gefährdeten Arten zählt? Das ist toll. Er ist aber noch immer gefährdet. Wir sollten uns also in unserem Zoo glücklich schätzen, zur Arterhaltung beitragen zu dürfen. Das zeugt von unserem erstklassigen Ruf. Und es ist deine Aufgabe, diesen Ruf zu erhalten. Ebenso wie den Panda. Ich kann dir gar nicht sagen, wie wichtig das Wohlergehen der Pandas ist. Obwohl, kann ich doch. Es ist absolut entscheidend. Die Welt blickt auf dich. Und, was noch viel wichtiger ist, Nancy blickt auf dich und achtet darauf, dass du keinen Unsinn machst. Sieht schon sehr geil aus, wieder der Zoo, ne? Also, puh, Respekt, wer die Zoos gebaut hat. Das ist Bernies neuer Panda-Zoo. Der ist sogar noch so neu, dass er noch nicht ganz fertiggestellt wurde. Aber darum kümmern wir uns später. Schauen wir uns erstmal den Zoo an. Okay, wir sollen das Gehege der Pandas finden. Nein, das sind Tapir. Das ist, glaube ich, zu klein. War der nicht? Ne, da sind die Flamingos, da sind die Krokus. Er war doch irgendwo an so einem... Ah, hier, das müsste... Ja, ach, der leuchtet doch schon wieder. Grants. Die großen Pandas sind natürlich Augen die Hauptattraktion. Auf. Und wir haben sogar einen, der erst vor ein paar Tagen geboren wurde. Ach da, der Babypanda. Oh, Leute. Keine Scheu. Wähle das Panda-Junge an. Ist der nicht süß? Kamera, um in den Kameramodus zu wechseln. Oh, geht einem da nicht das Herz auf. Goldig. Wusstest du, dass große Pandas, wissenschaftlich Ailuropoda melanoleuca genannt, die einzigen reinen Pflanzenfresser unter den Bären sind? Sie fressen bis zu 38 Kilo Bambus. Das ist eine Ansage, ey. Angesichts der Tatsache, dass sie rund 14 Stunden am Tag mit Fressen verbringen, ist das aber nicht wirklich verwunderlich. Der Kleine dürfte allerdings noch nicht so einen Bärenhunger haben. 14 Stunden nur futtern. Oha. Ich wurde gerade von einem unserer Tierpfleger informiert, dass eine Rattenantilope ohne Quarantäne in ein Gehege gesetzt wurde. Und jetzt zeigt sie Anzeichen einer Krankheit. Wir müssen sie sofort in Quarantäne stecken, damit sich die Krankheit nicht weiter ausbreiten kann. Die Tiere sind echt schon sehr gut gemacht. Zum markierten Gehege, finde das kranke Tier und wähle es an. Wen interessiert die Rattenantilope, wenn ich hier den Panda habe? Naja, gut, ich will ja nicht so sein. Okay, also, wir sollen die...
Die kranke Antilope heraussuchen, bist du es? Wähle jetzt scheinbar. Verlegen und dann Quarantäne. Um verlegen. Das Tier in Quarantäne zu verlegen. Und dann. Ich habe die entsprechende Einrichtung im Zoo für dich hervorgehoben. Achso, ich muss die Quarantäne jetzt. Nee, warte mal, das ist der Ausgang. Da. Da ist der Quarantänebereich. Okay. Oh, das wäre ich dachte, das kann man irgendwie direkt Wir vielleicht haben so sagen. Zwar verhindert, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Aber um die Antilope behandeln zu können, müssen wir eine Tierarztpraxis bauen. Ich habe schon eine geeignete Stelle markiert, also dann gib dich bitte dorthin. Bauen wir die doch mal da rein. So, lass mich raten, gib Einrichtung. Auf Servicegebäude, dann auf Mitarbeitereinrichtungen und schließlich auf Tierarztpraxis. Und Tierarzt, na siehste wohl. So, wir können hier gerne wieder das Gebäude anklicken, damit wir die hier reinpacken können. Dann wird die so gedreht, dass es passt und zack, perfekt, direkt mit dem Weg verbunden, als ob es geplant gewesen wäre, Leute. Sehr schön. Ausgezeichnet. Tierarztpraxen. Hoffe, die Frau ist stolz. Rolle im Zoo. Können die hier Denn rübergehen? Dort können Tiere behandelt werden. Sobald Platz für die Antilope ist, wird der Tierarzt sie aus der Quarantäne in die Praxis bringen. Okay. Wird das Wasser in Gehegen nicht regelmäßig gereinigt, können sich Krankheiten sehr schnell ausbreiten. Das hatte ich schon mal in der Beta. Dass eine unserer Wasseraufbereitungsanlagen kaputt gegangen ist. Deshalb ist das Wasser in den Gehegen der Flamingos und der Leistenkrokodile jetzt schmutzig. Ich habe dir die Wasseraufbereitungsanlagen markiert. Du solltest sie dir ansehen. Okay, ich habe mal einen Techniker gerufen. Ich gehe mal davon aus, dass wir das machen sollten. Ja, ich sehe sie doch. Da ist sie, ja. Die hier, ne? Ja, ich sehe sie. Hallo? Klicke auf die Wasseraufbereitungsanlage, um ihr Infofenster aufzurufen. Okay, haben wir schon gemacht. Der Techniker ist sogar schon da. Also, alles easy, Leute. Ja, manchmal, also das Tutorial ist halt manchmal wirklich nicht allzu schwer. Jetzt, da die Wasseraufbereitungsanlage repariert ist, man kann die Reichweite Wasserqualität schnell wieder verbessern. Du kannst Techniker auch dachte, man kann die noch erhöhen oder so. Transportfahrgeschäfte, Mülltonnen, Bänke, Schilder und, wie du weißt, Gehegeumzäunungen reparieren lassen. Um ganz ehrlich zu sein, bin ich noch immer etwas besorgt wegen des Krankheitsausbruchs. Ich denke, wir sollten etwas Forschung in dieser Richtung betreiben. Wenn du eine Krankheit erforschst, kann das in der Zukunft Ausbrüche verhindern oder zumindest abmildern. Was sollte ich hier ich das möchte, hier, ne? Dass du ein wenig an der Bordetellose forschst. Na gut. Krankheitsforschung findest du in der Veterinärforschung. Also, Bonus für fortgeschrittene Forschung. Ach, guck mal, hier gibt's noch irgendwie Bonus. Lass einen deiner Tierärzte daran forschen. Ja, da müssen die Ziele hier mal weggehen. Hier Tommy, der hat doch 5 Sterne, das ist ein guter, habe ich gehört. Sobald die Forschung abgeschlossen ist. Und da haben wir schon den Bronzestern hier. Das geht ja. Zack. Schlag auf Schlag, ne? Zack, zack. Sind wieder irgendwelche VIP-Leute am Start? Oh, ich bin selber hier. Okay. Ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert wäre, hättest du sie nicht so schnell in Quarantäne gesteckt. Erstmal meinen eigenen Zoo besuchen. Arbeit. Hier im Hause Goodwin gab es eine virale Gastroenteritis. Zum Glück blieb die aber auf mich und hier ist noch jemand. Frau beschränkt. Flockiff. Okay. Ja, moin. Jetzt, da wir uns um alle Willkommen im Zoo. Probleme gekümmert haben, können wir anfangen, den Aufenthalt der Gäste schöner zu gestalten. In der Werkstatt kannst du neue und verbesserte Gästeeinrichtungen, Transportfahrgeschäfte, ebenso wie neue Barrieren... Die sehen schon so geil aus, die Gehege. Ich habe dir die Werkstatt markiert. Begib dich also dorthin und wähle dann Werkstatt ansehen. Okay. So, da ist die Werkstatt. Ach, wir sind sogar bei der Werkstatt. Ha, na siehst du wohl. Workshop ansehen. Und zu guter Letzt kannst du einen Techniker daran setzen, auf was? Souvenirläden zu erforschen. Souvenirläden, okay. Dann. Freue mich schon zack. Auf die neuen wir Ideen. Nehmen die 4 Sterne wieder. So, den Quarantänebereich. Ach, man kann da ja auch immer einfach direkt klicken. Das geht halt einfach viel schneller, ne? In der Zwischenzeit also etwas anderes machen. Es gab nämlich tolle Neuigkeiten. Ja, dann schieß mal los. Uns wurde gestattet, weitere große Pandas aufzunehmen. Yay. Die Behörden haben uns 3 Weibchen überlassen, um unser Zuchtprogramm zu unterstützen. Du weißt sicher, wie schwierig es ist, Pandas zu züchten. Wir werden also Geduld haben müssen. Unser aktuelles Gehege für die großen Pandas ist voll, aber zum Glück steht schon ein weiteres Gehege bereit. Bevor wir unsere neuen Pandas dorthin bringen können, müssen wir sie erst unter Quarantäne stellen. Dafür müssen wir sie aber erst einmal annehmen. Rufe also den Tierhandel und dann den Tierbelohnungsbereich auf. Okay.
Belohnungsbereich. Oh, guck mal, der hat sogar... Ist das Gold oder was? Ja, ne? Oha. Erscheinen Sie in der Tieraufbewahrung. Okay, und was soll ich jetzt machen? Warte, noch mal ins Ziel hier ganz kurz. Verliere die Exemplare ins Handelszentrum. Ach so, ja, okay. Zack. Zack. Und von zack. Von der Tieraufbewahrung aus können wir sie dann unter Quarantäne stellen. Okay. Wähle sie dazu in der Tieraufbewahrung an, klicke auf An Zoo senden und dann auf die Quarantäneeinrichtung im Zoo. Keine okay, verschieben. Ich habe sie dir markiert, damit du Quarantänebereich, okay. Dann du auch, verschieben, Quarantänebereich. Muss man das immer erst machen? Ich habe das, glaube ich, noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Während sie die Quarantäne durchlaufen, sollten wir ihr Gehege einrichten, damit sie sich auch wohlfühlen. Okay. Außerdem musst du einen der männlichen Pandas aus dem anderen Gehege hierher verlegen, denn sonst wird es mit dem Zuchtprogramm wohl. Guck mal, das ist ja sogar schon fertig hier. Also dann, bring ihn rüber und bereite alles für deine Pandas. Das ist doch das alte. Das ist das alte Gehege, richtig? Verlege ihn ins neue Pandas. Achso, okay. Ich soll jetzt erstmal ein männliches Exemplar. Okay. Bist du ein Männchen? Nein, du bist ein Weibchen. Wo haben wir denn die anderen Pandas? Wie cool das gemacht ist mit diesem Haus hier auch. Und guck mal, die können hier noch... Ach, hier unten können die sich zurückziehen. Oh, wie cool, Leute. So, das ist ein Männchen. Den wollen wir verlegen. Und zwar... Da hinten hin. Ah ja, da kommt das neue Panda-Gehege. Das sieht auch cool aus hier mit diesem... Guck mal, auch hier kann man wieder unten rein. Es ist schon geil gemacht, Leute, ne? Okay. Guck mal hier, hier kann man so... Die können hier unter durch. Die Besucher können hier links, rechts lang gehen. Ach, und die Pandas können da auch nicht durchgucken. Das heißt, die sind doch hier schon. Das könnte sie dann ein bisschen stressen vielleicht. Okay, was soll ich jetzt machen? Errichte eine Futterstelle. Okay, machen wir. Leute, alles easy. In den Filtern hauen wir die Art rein. Großer Panda. Da, großer Panda. Und dann sollen wir eine Futterstelle bauen. Wo ist denn der Eingang von den Wärtern? Dort. Und hier sind die... Ihr könnt die Besucher gucken, dann würde ich sagen, packen wir hier eine Futterstelle hin. Futterplattform. Zack, einmal. Dann erhöht den Wert Lebensqualität. Aber ich brauche doch noch was. Ich brauche doch noch eine Wasserschale oder nicht. Also ich packe mal lieber noch Wasser dahin. Lebensqualität durch Futter erhöhen. Und dann natürlich auch nochmal durch Spiel. Hier so ein Drehfutterspender könnte hier hin. Und, oh, der ist ja riesig. Können da echt hochklettern, oder was? Pandas, ihr überrascht mich immer wieder. Spielzeug sollen wir auch noch hier hinlegen. Dann kommt einmal so ein Teil hier hin. Zack. Und ein Feuerwehrschlauchball. Okay. Ach so, das ist auch cool immer. Das packe ich auch nochmal hier hin. Gut, erhöhe das Wohlbefinden für Gelände auf 90% und erhöhe das Wohlbefinden für Pflanze. Alles klar, der kommt jetzt in das neue Gehege rein. Dann sehe ich ja gleich sogar schon, wie gut es ihm hier gefällt. Und dann können wir hier gucken. Bei Gelände... Oh ja, Gelände ist auf jeden Fall schon gut dabei. Ah ne, es ist der stabile Rückzugsort. Da ist Gelände. Zu viel langes Gras. Er will mehr kurzes Gras haben. Das kriegen wir auch hin. So. Kann ruhig so klein bleiben scheinbar. Machen wir das erstmal weg. Jetzt wird es hier dunkel. Hey, wir sehen nichts mehr. Gehen wir hier rüber. Oh ja, hier ist auch nochmal richtig viel. Warte mal, hier können wir ruhig ein bisschen größer machen. Also das lange Gras ist irgendwie... Davon ist meistens zu viel da, ne? Vielleicht mache ich mal einfach hier die Prozentzahlen doch nochmal ein bisschen höher. Immer noch zu viel langes Gras. Bisschen noch mehr langes hier hinten noch, okay. So, jetzt ist alles grün. 100%, na siehst du wohl. Und Wohlbefinden für Pflanzen, die Umgebung. Da muss noch ein bisschen was rein. Das bedeutet, wir gehen hier bei Natur rein, hauen natürlich wieder Filter rein. Kontinent ist asiatisch, logischerweise. Und Biom ist gemäßigt. Zack. Und, ach, guck mal hier, so ein Baum. Ein Bäumchen. Wie kann ich denn... Geht das irgendwie, dass ich hier... Ach, das hier oben. Ja, aber das ist ja...
Es ist ja eigentlich gar nicht in seinem Gehege, wenn man es so sieht. Ich hoffe mal, dass wir... Ach, Bambus geht immer, Leute. Wo ist denn hier Bambus? Ich meine, es ist ein Panda-Gehege. Wo, wenn nicht hier, sollte Bambus platziert werden, oder? Um Geld müssen wir uns auch keine Gedanken machen. Warte mal, ich will mal eben hier an Oberflächen ausrichten, wegmachen. Ach komm, ehrlich. Ah, jetzt, okay. Ich wollte schon sagen, wieso liegt der Bambus da, bitteschön? Ich weiß gar nicht, können die am Bambus hochklettern? Ich hoffe mal nicht, ne? Wir packen hier auf jeden Fall noch ein bisschen Bambus hin. Und hier noch ein bisschen. Zack, jetzt sind wir schon bei 24%. Oh, so ein Kirschblütenbaum, Leute. Das ist auch ein Must-Have. Packen wir mal hier hin. So, jetzt sind wir bei 27% und Pflanzen bei 37%. Das heißt, da sind wir auch schon wieder gleich durch. Komm, packen wir noch ein bisschen mehr Bambus rein. Indischer Holzbambus. Guck mal, hier gibt es noch so ein... Achso, das sind, ja, die kann man da hinhängen, glaube ich. Gibt es hier noch mehr Bambus irgendwie? Hier gibt es noch Brennnesseln. Brennnesseln wachsen überall. Gibt es nicht so einen richtigen Bambusbüsche? Nee, scheinbar nicht. Ach hier, Schirmbambus. Ah ja, doch, der ist auch cool. Packen wir mal hiervon noch ein bisschen hin. ...42%. Nee, ist das der indische wieder. Das ist jetzt die ganze Zeit auch so ein Schiedwetter sein muss, ne? Könnte ruhig mal hier ein bisschen schöner sein, finde ich. So ein Streifen. Vielleicht hier nochmal ran. Ich will jetzt auch nicht alles davor die Dinger packen, vor die Scheiben. Das wäre irgendwie auch doof für die Besucher, dann könnt die gar nichts mehr sehen. Eine Himalaya-Birke. Auch cool aus irgendwie. 61% sind wir. Moosglöckchen. Oh, die sind aber hübsch. Hübsche Blümchen. Für die Pandas. Die freuen sich. Aber wenn es so dunkel ist, ist immer schwer, finde ich, zu sehen, wie das da alles so positioniert ist. Könnte auch mal ein bisschen schöner werden, das Wetter, oder? Na, guck mal, hier geht noch was. Hier so vor. Zack, 65%, also ein bisschen noch und dann haben wir es erstmal geschafft. Ich weiß jetzt halt nicht, wie das ist, ob die anderen Dinger da jetzt tatsächlich negativen Einfluss haben, die da oben sind. Ich meine, das Gehege geht, ist ja auch noch, ach, hier hinten ist ja zum Beispiel auch noch, das gehört auch noch zum Gehege mit. Ich glaube, da können die gar nicht hin. Hier kann ich nochmal ein bisschen Schirmbambus hinter verstecken. So, dann kommt es hier nochmal in die Ecke. Gute Neuigkeiten. Und dann haben wir es schon geschafft. Unsere Panda-Weibchen erfreuen sich bester Gesundheit. Du solltest sie in ihr neues Gehege verlegen, damit sie sich einleben können. Oh, ich hoffe, du hast ihr Gehege so gemütlich wie möglich gemacht, weil Tiere sich fortpflanzen, wenn sie glücklich sind. Die werden sich aber sowas von fortpflanzen. So, ihr alle werdet bewegt und zwar zu dem neuen Panda-Gehege, zu dem neuen Männchen. Und dann beginnt Le Sexy Time, hoffe ich. Panda-Babys, Leute. Was ist besser als ein Panda-Baby? Zwei Panda-Babys. Bis sie ankommen, können wir uns um etwas anderes kümmern. Okay. Wenn man einen Zoo Tierpfleger. Hat man wirklich keine ruhige Minute, was? Na gut, es sei denn, man klickt auf Pause. Ich klicke aber nicht auf Pause, ich klicke auf Mitarbeiter. Ich denke, ich sollte dir jetzt erklären, wie Arbeitsbereiche Tierpfleger. Ja gut, Arbeitsbereiche kenne ich wahrscheinlich schon von Planet Coaster. Sehr praktisch. Auf diese Weise kannst du nämlich dafür sorgen, dass sich deine Mitarbeiter auf bestimmte Gehege oder Aufgaben zu konzentrieren und nicht sinnlos herumwandern, während anderswo Arbeit liegen bleibt. Ein Gebäude vom Typ neues also, Panda-Gehege im Arbeitsbereich fest und okay. Weisen einen Tierpfleger zu, damit er sich um die neuen Pandas kümmert. Rufe dazu den Zoobereich Arbeitsbereich auf und klicke erst auf Personal und dann auf Arbeitsbereiche. Okay, habe ich.
Jetzt, neuer Arbeitsbereich, lass mich raten. Klicke jetzt den neuen Tierpfleger an, rufe sein Infofenster auf und wechsle zum Reiter Anstellung. What? Klicke jetzt auf neuer Arbeitsbereich. Ah ja, sag ich doch. Wähle jetzt den markierten Gehegeeingang, den Mitarbeiterraum und die Tierpflegerhütte, Zack. Um den Arbeitsbereich zu erstellen. Und vergiss okay. nicht, dem Bereich einen aussagekräftigen Namen zu geben. Wenn du fertig bist, neues Panda-Gehege. Zum Beispiel. Das ist doch wohl ein aussagekräftiger Name. Gut, das wäre geschafft. Stellen wir jetzt einen Tierpfleger ein. Ach, und hab ich eigentlich schon. Arbeitsbereich zu. Naja. Wir wollen nämlich nicht, dass er von anderen stellen wir noch einen ein. Im Zoo abgelenkt wird. Okay, Mitarbeiter, Tierpfleger, zack. Und jetzt soll der wahrscheinlich, upsala, den Arbeitsbereich zugewiesen bekommen. Ne? Sehe ich das richtig? Anstellung, wo geht das? Mitarbeiterraumvorteil ist leer. Vielleicht ganz hier. Unten kannst du ihn über einen Dropdown nee. Den Arbeitsbereich zuweisen. Doch, kein Arbeitsbereich. Neues Panda-Gehege. Yay. Es gibt sogar Arbeitsbereichsleiter. Verrückt. Auf die neuen Pandas konzentrieren. Was man alles achten übrigens muss, wenn man später dabei ist. Von Mitarbeitern Arbeitsbereiche zugewiesen werden. Achte nur darauf, dass sie Zugang zu den erforderlichen Gebäuden haben. Yes, Am ma'am. Leichtesten kannst du sie in der Zooverwaltung über den Abschnitt Arbeitsbereich unter Personal zuweisen. Dann musst du die Mitarbeiter nicht einzeln im Zoo suchen. Oh, ich glaube, die Erforschung unserer neuen Marke ist abgeschlossen. Du solltest deine Belohnung abholen. Klicke dazu auf die Benachrichtigung oder besuche die Werkstatt. Okay, nö, wir klicken einfach hier. War es das hier? Wahrscheinlich. Jetzt, da unser toller neuer Souvenirladen fertig oh, yeah. gestaltet ist, solltest du einen in der Nähe des Ausgangs bauen. Platziere ein Gebäude der Art Just ihn Momento. Nicht, wenn sie den Zoo verlassen. Okay. Und wir haben ein paar zusätzliche Einnahmen. Gästeeinrichtungen und Just im Momento ist bei den Merchandise-Sachen. Ach guck mal, gibt's sogar mit ostasiatischem Style. Muss ich da noch was reinpacken dann? Oder ist der, warte mal, ich hau jetzt einfach mal Just im Momento so rein. Da ist es. So, ist zwar nicht ganz so schick, wenn er einfach so nackig da steht, aber ja. Wo soll ich das jetzt hinbauen? Beim Ausgang? Warte mal, wo ist denn der Ausgang? Hier oben? Nee. Hat sie mir den Bereich nicht wieder markiert? Da, hier ist der, nee, ist das der Ausgang? Nee, ist nee, oder? Ach, hier ist der Zoo-Ausgang wahrscheinlich, ne? Okay, und wo soll es jetzt hin? Hast du mir... Wieso markierst du mir denn keinen Bereich? Ihr macht das doch sonst... Boah, sonst werden mir die Bereiche immer markiert, ne? Naja, gut, okay. Ach, da! Ach, es wird mir doch markiert. Gut versteckt. Okay, warte, hier die Gruppe auswählen. Und dann... Hier hin. Ah, come on. So. Oh, das sieht Tada! Okay, ich bin dann mal einen Moment weg. Aber ich werde sicher bald neue Aufgaben für dich haben. Sehr schön. Okay, dann haben wir die Silbermedaille Panda sogar schon. Wirklich putzig, aber es sind eben auch oh. wilde Bären. Was gibt's hier jetzt das zu kaufen? Vergessen die Leute leider immer wieder. Der neue Name für den Souvenirladen? Ah. Just a Momento. Wirklich sehr einfallsreich. Hohoho. Viel besser als der alte Name. Überteuerte Souvenirs. Ich bin für ehrliche Werbung, aber das war wohl doch etwas zu direkt. Ja. Oh, ein bisschen vielleicht. Okay, das bedeutet... Und da bin ich wieder. Ich hätte gerne mehr Arten. Ah, wieder mehr Arten. Okay. Im Zoobereich siehst du unter Tiere, welche Arten wir Gut. bereits im Zoo haben. Und falls du dich fragst, wie du neue Arten unterbringen sollst, gemischte Gehege sind nicht nur interessant, sondern sparen auch. Oh, noch okay, Platz gemischte und Gehege. Machen das Gehege interessant. Wirf aber vorher einen Blick in die Zoopedia, damit du weißt, welche Tiere man zusammenhalten kann. Löwen und Antilopen sollten zum Beispiel besser nicht in ein Gehege. Kriegen die Besucher mal was geboten, Leute? Warum eigentlich nicht? Okay, pass auf, wir machen an der Stelle aber erstmal Pause.
Das mit den Arten wird wahrscheinlich wieder ein Momentchen dauern, deswegen lasst uns hier erstmal einen Cut machen. Ihr könnt euch ja mal überlegen, Leute, ob wir danach halt im Karrieremodus ganz normal weitermachen wollen. Wir haben jetzt so ein bisschen die Grundlagen des Spiels auf jeden Fall gelernt. Oder ob ihr sagt so, nö, wäre schon ganz geil, wenn wir danach einfach den Franchise-Mode starten und so ein bisschen auf eigene Faust einen Zoo aufbauen. Ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier bei Planet Zoo. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin macht ihr euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao, ciao.